Back from the dead. Ja, willkommen zu einem neuen Fortnite-News-Video von mir und ein bisschen Werbung eigener Sache. Ich habe heute schon 3 Videos rausgebracht zu Fortnite-News und da sind ein paar interessante Sachen bei. Wenn ihr mal reinschauen möchtet, schaut gerne mal auf meinen Channel zu den letzten Videos. Aber in diesem Video, wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es natürlich um einen Trailer, in Anführungsstrichen, der geleakt ist zu Season 7. Ob der nun real ist oder nicht, das könnt ihr gleich selber entscheiden und auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, schauen wir uns den doch einfach mal in Ruhe an. Also, ich zeige euch den Trailer jetzt 2-mal hintereinander in einem Loop, dann habt ihr in Ruhe Zeit, alles nochmal nachzuschauen. Stoppt ruhig zwischendurch und nach dem Trailer würde ich sagen, hören wir uns nochmal und dann können wir nochmal drüber sprechen, ob es fake ist oder nicht. Also das war der vermeintliche Season 7 Trailer. Ich meine, Schnee haben wir am Ende gesehen, aber natürlich sind da einige Spekulationen drum, ob das Ganze echt ist oder nicht. Aber eure Meinung unten in die Kommentare. Ich dachte mir, ich möchte euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten und auf jeden Fall mal zeigen und würde auch gerne mal eure Meinung dazu wissen. Selbst wenn das Ganze fake sein sollte, würde ich gerne mal wissen, was ihr von der ganzen Situation haltet. Glaubt ihr, irgendwas davon könnte tatsächlich in diese Storyline reinpassen? Ich meine, die Magier, die hatten bisher noch keine Rolle gespielt und wir haben das Flugzeug noch nicht gesehen. Der Aim-Skin hat noch keine Rolle gespielt. Deswegen schreibt mal bitte eure Theorien unten rein. Was glaubt ihr generell zum Trailer und was glaubt ihr zur Season 7? Am Ende des Videos natürlich, wie immer, wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare rein, was ihr glaubt zu der ganzen Geschichte. Und wie immer, wenn ihr dieses Video cool fand, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Sub da, supportet mich. Und ich würde sagen, wir hören uns zum nächsten News-Video. Also bis dahin, ciao, ciao.